Erkenntnis um das Mammakarzinom, also was ist eigentlich Brustkrebs, das hat sich deutlich verändert. Und damit die Risikoeinstufung der verschiedenen Brustkrebsarten, muss man ja sagen. Es ist alles ein Brustkrebs, aber wir sprechen von mindestens 3 oder 4 ganz unterschiedliche Typen. Also von Zelltypen, wenn man da drauf guckt oder was? Ja, wenn wir über Behandlungen reden, also unterschiedliche Brustkrebstypen, ja, die ganz unterschiedlich behandelt werden, unterschiedliche Prognosen haben, also auch unterschiedliche Rückfallrisiken. Und das haben wir viel, viel besser verstanden. Und mit diesem Verständnis geht ja auch eine bessere Therapie einher und damit eine Reduktion des Rückfalls, einfach des Risikos eines Rückfalls. Natürlich ist die Angst vor dem Rückfall etwas, was jede Patientin begleitet. Und das ist einmal tumorarttypisch, also Patientinnen sind ja häufig sehr gut informiert. Sie wissen, sie haben eher einen aggressiveren Brustkrebs oder einen weniger aggressiven Brustkrebs. Und damit ist einfach die Angst vor dem Rückfall verbunden, aber auch etwas sehr Patientenindividuelles. Wie gehe ich damit um? Ja, das ist ja etwas Typspezifisches. Der eine geht ein bisschen sportlicher durchs Leben, unabhängig vom Brustkrebs, und der andere ist halt der ängstlichere Typ. Und diese Mischung aus beiden, das ist, denke ich, für uns Ärzte eine ganz große Aufgabe, die wir auch noch nicht vollständig gelöst haben, dass wir den Patientinnen, egal vom individuellen Typ, dann abgeglichen auf die tumorspezifischen Subtypen sie hinzuführen in die Zukunft, dass sie halt keine Angst haben oder diese Angst immer weniger wird. Ich glaube, keine Angst, das kriegen wir nicht hin. Das ist utopisch und das ist auch etwas, Angst ist auch ein Stück weit normal und nachvollziehbar und auch irgendwie richtig in dem Moment. Aber diese Angst darf nicht Überhand gewinnen und sie darf nicht das Leben bestimmen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für unsere Aufgabe in der Zukunft. Mit der Therapie sind wir schon ziemlich gut dabei, aber die Begleitung der Patientin zur Linderung des Rückfallrisikos oder der Angst vor dem Rückfall. Also die Angst vor dem Rückfall ernst nehmen, thematisieren, darüber sprechen, auch die richtigen zielgerichteten Therapien zum Beispiel auswählen. Nadja Will, als Sie jetzt in der Situation waren, als bei Ihnen klar war, es ist so ein früher Brustkrebs, das wurde erst später klar mit der weiteren Diagnostik. Hatten Sie Angst? Ja, natürlich hatte ich Angst, weil das, was man ja hört in Bezug auf Krebs, sind nicht immer unbedingt die schönsten Geschichten. Zu dem Zeitpunkt war mir überhaupt nicht klar, dass es verschiedene Therapiemöglichkeiten gibt, dass es so individuell ist, auch wenn wir von Brustkrebs sprechen. Es war einfach im medizinischen Kontext auch nicht mein Milieu. Und ich habe da unglaublich viel dazugelernt. Und die Angst will ich heute mal benennen. Die hat sicherlich einen Platz verdient, aber sie darf nicht den ganzen Raum einnehmen. Also sie lähmt dann auch, wenn sie... Sie lähmt. Und wenn wir wissen, was Angst mit uns macht, sie macht irrational. Und in dem Moment war ich einfach irrational. Die Angst war da, Krebs ist gleich tot. Und das nimmt dir die Luft zum Atmen. Und in dem Moment war ich einfach irrational unterwegs. Hätte ich mehr Aufklärung, mehr Bewusstsein in diese Richtung gehabt, dann hätte ich sicherlich anders damit matchen können. Aber jetzt habe ich zu Beginn gesagt, wir wollen heute ja auch ein bisschen von Ihnen lernen. Wir wollen von Ihnen drei lernen, wie man auch diese Angst überwindet, diese Unsicherheit, ein bisschen mit Sicherheit vielleicht damit begegnen kann. Wie haben Sie das denn geschafft, dann aus dieser Angst rauszukommen? Ja, es fing letztendlich mit dem Gespräch in der Klinik an. Als der Chef zu mir sagte, wissen Sie, Nadja, wir geben unser Bestes und es wird jetzt das bescheidenste Wochenende, nachdem die Biopsie entnommen wurde am Freitag, den 13. Oktober. Freitag, den 13. Genau, es war Freitag, der 13. Oktober und er hat gesagt, ich gebe Ihnen mein Versprechen, ich mache Sie wieder gesund, aber eins ist entscheidend, das ist die mentale Einstellung. Und dann habe ich gedacht, was erzählt er mir da? Und dann war ja der Montag gekommen und es war klar, es ist Krebs. Definitiv, schwarz auf weiß. Es braucht eine Systemtherapie, eine Chemo, alles klar. Wir reden hier nicht von einer, sondern von 16. Und ich habe gesagt, bitte nehmen Sie mir doch einfach die Brüste ab. Ich war völlig irrational in dem Kontext. Und er hat zu mir gesagt, wir hauen dem jetzt erst eins auf die Mütze. Wir gucken, ob die Therapie anschlägt. Und dann werden wir operativ tätig. Und in dem Moment habe ich gedacht, was erzählt er mir hier? Das soll in mir bleiben und wir therapieren erst. Was hat's aber gebracht? Zur zweiten Tumorkontrolle, also nach der ersten Chemo, vor der zweiten Chemo, hat das Ding von 2,7 Zentimeter sich schon verringert auf 1,9. Und er sagte, meine Güte, das hätte er so auch noch nicht erlebt. Das war nach der EC-Gabe, nach der ersten.
Und an der Stelle hatte ich mental tatsächlich für mich, also visuell zu sehen, dass so ein Tumor anschlägt, beziehungsweise die Chemo anschlägt und der Tumor kleiner geworden ist, habe ich gedacht, er hat recht, habe Vertrauen in ihn gehabt. Ich habe auch nicht. Da kam sie so auf den Weg. Ja? Ja, da kam ich auf den Weg. Es hat einen Moment gedauert und ich konnte tatsächlich über 2 Wochen das Wort Brustkrebs ja gar nicht aussprechen. Ich habe mich komplett offline gesetzt, so würde ich das heute beschreiben. Aber an der Stelle habe ich gedacht, okay, wenn das System hergibt, dass er so anspringt, dann gehe ich mit und das auch für die nächsten 15 Chemos. Und nach der 9. Chemo war tatsächlich bildtechnisch nichts mehr da und ich bin ja vollkommen tumorfrei operiert worden zum Frühlingsanfang. Ingrid Faber, jetzt hat eben Nadja Will gesagt, die innere Einstellung macht's. Das klingt ja erstmal so ein bisschen weich. Sie haben dabei genickt. Ja. Und wir wissen ja seit einigen Jahren, Psycho-Onkologie heißt es dann zum Beispiel oder auch Psychoimmunologie, also dass man sich fragt, wird das eigene Immunsystem unter anderem durch die eigene Einstellung dazu mit beeinflusst? Ja. Wie ist denn das in Ihrem Alltag? Ja, ich sehe das auch ganz deutlich. Ich sage zu meinen Patientinnen aber auch immer, diesen Moment der Trauer und auch der Wut oder welchen Emotionen auch immer da auftreten im Fall der Erstdiagnose, die sind richtig und die haben auch ihren Platz, die haben ihre Berechtigung. Aber dann muss man, wie man so schön sagt, den Kopf wieder aus dem Sand ziehen und vorwärts blicken. Und dann kann man nämlich den Kampf auch ansagen. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, wenn man dem positiv gegenübersteht, es ist manchmal einfacher, den Kampf anzunehmen. Wir haben die Unterstützungsmöglichkeiten noch, Tageskliniken anzubieten im naturheilkundlichen Bereich oder eben halt die Psychoonkologie hinzuzuziehen. Und das finde ich ganz wertvolle Sachen, die auch noch mal unterstützen, die mentale Gesundheit zu fördern. Also die ganze Person zu sehen, die ganze Frau zu sehen, ja, das Umfeld zu sehen. Also nicht zu sagen, es geht hier nur um den Krebs, sondern genau, es geht um alle, die damit in Verbindung stehen. Matthias Reinsch, ich würde gerne mal fragen, ich habe von verschiedenen Patientinnen sogar Bilder dann gehört. Eine hat mir mal erzählt, sie steigt einen Berg rauf und zwischendrin kommen mir so kleine Täler. Dann habe ich so einen kleinen Rückschritt, aber ich weiß, ich bin auf dem Weg nach oben. Braucht es so Bilder, Sie haben eben gesagt, der ICE im Kopf zum Beispiel, Frau Will, braucht es so Bilder, die vielleicht bei jeder Frau, bei jeder Familie auch anders sind? Ja, das ist ja ganz individuell, aber ich glaube, wenn man das irgendwie visualisieren kann, dann macht es das einfacher. Und ich sage auch immer, es ist wie auf dem Berg steigen und danach, wenn dann die Chemo und die OP geschafft ist, dann hat man den langsamen Abstieg. Der kann auch manchmal anstrengend sein. Jeder, der schon mal einen Berg hochgeklettert ist, weiß, dass es danach auch ein bisschen anstrengend sein kann, wieder runterzukommen. Aber wir sind, dass man auch mal stolpert. Ja, aber es ist geschafft. Ja, es ist geschafft. Und ich glaube, wenn man so Bilder vor Augen hat, immer wenn man etwas macht, was eine große Herausforderung ist, dann denkt man, oh Gott, das geht gar nicht, das schaffe ich nicht. 16 Chemos, ja, 16 Mal mir eine Chemotherapie geben zu lassen, das klingt ja für jeden erstmal irgendwie wie ein Riesenberg, der nicht zu erklimmen ist. 16 Berge. Ja. 16 Berge. Aber wenn man das auf kleine Schritte aufteilt, wenn man sagt, wir machen das ja nicht alleine, wir sind dabei, wir sind ein ganzes Team, auch das nochmal, ne? Es ist ja nicht nur ich als Arzt, der den Brustkrebs behandelt, bin da, sondern es ist die Psychoonkologie da, es sind die Brustschwestern da, wir haben das Glück in unserer Klinik, in den Kliniken Essen-Mitte, ein großes onkologisches, naturheilkundliches Team dabei zu haben, die auch dafür sorgen, dass die Patientin als Ganzes aufgefangen und aufgenommen werden und quasi hochgeschubst werden, den Berg.